In einem Kölner Schwimmbad wird heute die Hilfe von Sozialpädagogin Mandy Jones gebraucht, die ehrenamtlich einen Schwimmkurs leitet. Sie wird dabei von einem verzweifelten Badegast angesprochen, dessen kleine Tochter sich in der Umkleide verschanzt hat. Mia? Mia? Ist denn irgendwas vorgefallen? Oder? Nein, sie hat sich darauf gefreut. Sie will unbedingt dieses silberne Jugendschwimmabzeichen machen. Bronze haben wir ja schon und sie ist die Beste im Kurs. Aber war heute irgendwas anders als sonst? Oder gab es irgendeinen Streit? Oder? Was Streit? Naja. Unstimmigkeiten? Die Pommes, die sie so gerne liebt nach dem Schwimmkurs, die kriegt sie heute nicht, weil die Mama hat gekocht. Das ist das Einzige. Aber gut, da war sie ein bisschen beleidigt. Danach sind wir wieder hierhin. Meine Tochter Mia hat sich in der Umkleidekabine eingesperrt und wollte nicht mehr rauskommen. Und sie hat auch gar nicht mehr reagiert. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll und war völlig überfordert. 20 Minuten lang schließt sie sich da ein und ja, ich stehe vor der Tür und passiert nichts. Der Vater der Neunjährigen versteht nicht, warum seine Tochter sich plötzlich weigert, die Umkleide zu verlassen. In seiner Sorge informiert der 37-Jährige auch seine Ehefrau, die sich sofort auf den Weg macht. Was wirklich hinter dem Verhalten der Grundschülerin steckt, soll noch die ganze Familie vor eine Herausforderung stellen. Mia, machen uns ein bisschen Sorgen. Magst du vielleicht mal irgendwie antworten? Ob alles in Ordnung ist? Mia! Mia, grüß dich. Ah. Doku. Hallo, Herr Günther. Ist Mia hier irgendwo? Hallo, ihr zwei. Mia hat sich da eingeschlossen. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Kommt Mia, komm raus. Hast du etwa Angst zu ertrinken? Oder schämst du dich einfach nur wegen deiner Figur? Du weißt schon, Fett schwimmt immer oben. Jetzt mach doch mal auf. Hey. Muss ja auch nicht sein, ne? Ist das eine Schwimmkollegin von euch? Ja, wir wollten sie eigentlich zum Schwimmen abholen. Und dann auf so eine Art und Weise. Ist ja jetzt nicht gerade nett. Also, da war ich ein Stück weit überrascht. Ich kenne die Mädels. Dass die da plötzlich so Sprüche, die im Mobbing ausgeartet sind, von wegen Fett schwimmt oben, muss ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verdauen und mir durch den Kopf gehen lassen. Weil es könnte ja sein, dass meine Tochter irgendwas hat, was sie seelisch belastet, wovon sie uns gar nichts erzählt, wovon ich gar nichts weiß. Aber eins ist klar, das sollte ich rauskriegen, dass das, was damit zu tun hat, können sich alle warm anziehen. Ich meine, Mobbing ist natürlich ein sensibles Thema. Ne? Gibt ja kein Kind gerne offen zu, wenn er in der Schule irgendwie gemobbt wird. Könnte natürlich ein Grund sein. Meinen Sie? Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt völlig überfordert. Na, ich würde sonst einfach mal sagen, ich gucke einmal. Also ich meine, weil gar keine Reaktion, mache ich mir jetzt persönlich ein bisschen Sorgen. Ich gucke einmal hier rüber. Nicht, dass sie da irgendwie nicht antworten kann, aus welchen Gründen auch immer. Okay. Ich gucke einmal darüber, ja? Okay. Einen Moment. Mia? Hey, Mia, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Guck mal, machst du vielleicht auf, wenn ich dir verspreche, dass du heute gar nicht mehr schwimmen musst? Hm? Komm, warte, ich komme noch mal zur Tür. Die Schwimmtrainerin und Sozialarbeiterin ist zunächst erleichtert, dass das Mädchen ansprechbar und zumindest körperlich unverletzt scheint. Mittlerweile ist auch die Mutter der Neunjährigen eingetroffen. Mandy Jones, die heute nur aushilfsweise den Schwimmkurs leitet, vermutet weiterhin Mobbing als Auslöser für den Rückzug des Mädchens. Noch. Mia? Hm, machst du auch? Mia, Mama ist hier. Mia? Schatzi? Was machst du da drin? Komm raus, bitte. Schatzi. Ja, ich hatte schon den Verdacht, irgendwie wegen Mobbing oder so, die Mädels waren, ne? Ist sie gemobbt worden? Haben eben irgendwas gesagt von wegen Fett schwimmt oben und so, habe ich noch nie gehört. Welche, die Klassenkameradin von mir? Dass sie sich deswegen vielleicht schämt, Schatzi. Nicht wohlfühlt. Mia. Nicht, dass sie uns was verheimlicht von wegen Mobbing. Was soll die uns denn verheimlichen? Weiß Nein, das glaube ich nicht. Nein. Mia, komm, also du musst heute auch nicht mehr schwimmen gehen. Hat sie die irgendwann du kannst jetzt aufmachen, deine Eltern sind hier und der Schwimmunterricht darf für dich heute ausfallen, okay? Hm? Ah, komm mal her. Mia, Schatz. Hm? Sag mal. Alles in Ordnung? Ja. Sollen wir beide einmal reden? Muss vielleicht? Nicht. Ja? Ich würde mal sagen, hm? Was ist? Mia hat auch auf Ansprache der Mutter nicht reagiert. Von daher war für mich schon klar, dass es irgendwas so Unangenehmes ist, was sie scheinbar mit beiden Elternteilen nicht besprechen wollte, obwohl die alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Und daraufhin habe ich dann die Eltern gebeten, schon mal den Bereich zu verlassen und das Gespräch mit mir alleine zu suchen.
Familienhelferin Mandy Jones hofft, dass sich die Drittklässlerin ihr unter vier Augen anvertrauen wird. Ob Mobbing nun tatsächlich der Grund ist oder nicht, die Neunjährige wirkt völlig aufgelöst. Guck mal, sollen wir uns einmal hier ein paar Minuten hinsetzen, bevor wir wieder rausgehen zu den anderen? Ich habe da nämlich mit den Ringen jetzt hier gerade mal eine Idee. Guck mal, wir machen so ein Spiel. Immer wenn du Ja sagst, bekommst du einen Ring. Wenn du Nein sagst, bekomme ich einen Ring. Und wer die meisten Ringe hat, hat gewonnen, okay? Gehst du gerne zur Schule? War das ein Ja? Guck mal, dann bekommst du den ersten Ring. Gehst du auch gerne schwimmen? Ja. Was? Jetzt hast du ja schon zwei Ringe und ich noch gar keinen. Fühlst du dich von deinen Mitschülerinnen irgendwie gehänselt oder geärgert? Eigentlich nicht. Kam mir gerade so vor wegen den Sprüchen an der Umkleide. Nein? Also ein Nein. Bekomme ich einen Ring? Sehr schön. Aber irgendwas bedrückt dich heute, richtig? War es ein Ja? Wolltest du mir schon wieder einen Ring abnehmen? Aber es ist irgendwas, was dich total bedrückt, oder? Also du fühlst dich nicht wohl. War das wieder ein Ja? Guck mal, sehe ich da Tränen? Oder brauchst du ein Taschentuch, Mia? Guck mal. Hier. Danke. Es ist doch nicht so schlimm, dass man nicht irgendwie drüber reden kann. Möchtest du mir nicht vielleicht erzählen? Oder hast du Angst mit vor Mama und Papa? Also das kann ich auch klären, wenn das das Problem ist. Dass du mit denen nicht reden möchtest. Können wir machen, du redest mit mir und ich rede mit denen? Das ist ein guter Deal. Guck mal, wie viele Ringe du hast. Ich habe nur zwei. Ist also haushoch gewonnen. Möchtest du mir erzählen? Was ist denn los? Irgendwie war eben so rote Flecken in meiner Hose. Hey, aber ist doch gar nicht schlimm. Hattet ihr in der Schule schon mal Aufklärungsunterricht? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ein großer Schock für dich ist, aber eigentlich hast du ja nur deine Periode bekommen. Was ja jede Frau irgendwann bekommt. Die eine eher, die andere ein bisschen später. Ich kann mir vorstellen, hast du dich jetzt gerade erschreckt, ne? Wer ist neun bist? Neun bist du, ne? Für Mia war das natürlich schon ein Schock, mit neun ihre Periode zu bekommen. Zumal sie da auch die erste scheinbar ist in ihrer Klasse. Das ist natürlich ein sensibles Thema, wo natürlich jetzt die Eltern gefragt sind bei der Aufklärung. Hey. Ist alles gut? Hi. Was passiert? Alles gut? Ja, die Mia hat mich gebeten, dass ich mit Ihnen einmal spreche. Was ist passiert? Und zwar, die Mia hat heute erst mal ihre Periode bekommen. Bitte was? Hat sich natürlich ziemlich erschrocken. Genau wie Sie jetzt wahrscheinlich auch, weil mit neun, ja. Meine Tochter ist 9 Jahre alt und hat schon ihre Periode. Ich bin noch überforderter als vorhin, als an der Umkleidekabine. Muss das alles jetzt mal sacken lassen. Bin eigentlich froh, dass ich jetzt zwei Frauen dabei habe. Meine Frau, die Mama von ihr und die Fachfrau. Also. Naja, aber mit 9 ist man ja halt irgendwie auch noch ein Kind, ne? Und ist natürlich jetzt auch schwer zu begreifen, was da mit einem passiert. Dass sie das halt auf sensible Art und Weise zu Hause noch mal machen. Ja, ich denke mal, das ist natürlich mit diesen mit den Mitschülern da noch im Nacken. Dass das war da nicht irgendwas war. Ja, richtig. Ja. Das ist unangenehme Situation. Ich bin schon eine kleine, große Frau, wa? Hey. Dann muss ich vor den ganzen Jungs aufpassen, die du mitbringst. Aber Mädchen wird groß. Hast du gekocht? Bitte? Hast du gekocht? Nee, ich bin ja hier. Schatzi Maus. Komm, wir Pommes gehen. Bitte rein. Pommes? Ja klar, Mama konnte nicht kochen. Heute gibt's Pommes. Weißt du was, ich habe auch Lust auf Pommes. Doppelte Portion. Ich bin jetzt mit den Eltern von der Mia so verblieben, dass die jetzt in den nächsten Tagen einen Termin bei einem Frauenarzt vereinbaren und auch Fachliteratur noch mal mit ihr gemeinsam sich anschauen und dass wir dann in den nächsten Tagen noch mal telefonieren. Und dann können Fragen, die ungeklärt sind, noch gestellt werden. Oder ich wollte halt zumindest auch noch mal hören, wie das alles abgelaufen ist.
Nach dem Besuch beim Frauenarzt hat die Neunjährige akzeptiert, dass ihr Körper langsam erwachsen wird. Mittlerweile geht sie wieder regelmäßig mit ihrem Vater zum Schwimmkurs und hat die Prüfung für das silberne Abzeichen mit Bravour bestanden.